Hallo und herzlich willkommen zu den letzten OFTV News in 2022. Unbekannte warfen am Donnerstagabend in der Jahnstraße in Seligenstadt eine Silvesterrakete durch ein geöffnetes Fenster eines Einfamilienhauses. Rauchmelder alarmierten die Hausbesitzer, die den Brand eigenständig löschen konnten. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren vom Tatort flüchten. Raketen, Kracher, Kanonenschläge, das Silvesterfeuerwerk ist wieder da. Nicht alle freuen sich darüber. Wir fragen mal die Polizei. Uns zugeschaltet ist Polizeihauptkommissar Christopher Leitner, einer der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen. Hallo, Herr Leitner. Hallo, einmal schönen guten Tag. Ja, wie stehen Sie denn dazu, dass das Feuerwerk auch in privater Hand jetzt wieder erlaubt ist, nach zwei Corona-Jahren ohne? Ja, erfahrungsgemäß ist ein Jahreswechsel für Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienst immer besondere Herausforderung. Wir erwarten dieses Jahr auch vermehrt Einsätze, da in den letzten zwei Jahren durch die Beschränkung der Corona-Pandemie doch mit weniger Feuerwerk zu rechnen war, erwarten wir dieses Jahr doch wieder deutlich mehr Feuerwerk, deutlich mehr Einsätze. Würde die Polizei denn vorsichtig gefragt dafür plädieren, das Feuerwerk in privater Hand zu untersagen? Na, wir von der Polizei haben ja keinen Einfluss darauf. Wir sind ja nicht die Gesetzgeber. Das müssen andere entscheiden. Wir können nur appellieren, dass man vorsichtig mit Feuerwerk umgeht, dass man Finger weg vom illegalen Feuerwerk. Feuerwerkskörper, die zugelassen sind, haben eine besondere Bekennzeichnung, dass man nur die benutzt, diese Feuerwerke, und sachgemäß damit umgeht, vorsichtig damit umgeht, um halt Verletzungen, schwere und vor allen Dingen auch bleibende Verletzungen zu vermeiden. Mhm. Gibt es denn so eine Art Schwerpunkt, Orte, an denen es kritischer ist, an denen mehr passiert zu Silvester? Ja, natürlich die größeren Städte und öffentliche größere Plätze. Ich denke, jeder kennt in seinem Ort Orte, Stellen, Örtlichkeiten, wo doch immer mit viel Publikumsverkehr zu rechnen ist. Und da rechnen wir auch, dass dort dann höhere Personenanzahl zu rechnen ist. Aber wir von der Polizei sind vorbereitet für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, werden auch Präsenz zeigen und auch bei Straftaten oder Gefahren sofort einschreiten und insbesondere Straftaten verfolgen. Darf ich Sie noch um einen Blick ins neue Jahr bitten? Was werden da die Schwerpunkte der Polizei sein? Wo, glauben Sie, werden Sie vor allem im Einsatz sein im neuen Jahr? Generell für 2023 kann ich keine Abschätzung abgeben. Das wäre schön, wenn wir in die Glaskugel schauen könnten von der Polizei. Aber wir werden präventive Maßnahmen in jedem Bereich natürlich haben. Immer agieren auf Aktionen, Straftaten etc., die wir natürlich immer haben, werden wir da natürlich Maßnahmen treffen und agieren und hoffen natürlich, dass das Jahr 2023 zum Schutz und zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger sicher bleibt und gut ist. Und wenn nicht, für alles andere sind wir definitiv immer da, um rechtzeitig einschreiten zu können. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und auch für dieses Gespräch und die Informationen. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Guten Rutsch, guten Start. Guten Rutsch. Der Hainbach ist im Bereich des neuen Polizeipräsidiums bis zur Stadthalle Offenbach ein gutes Beispiel für eine gelungene Renaturierung. Möglich wurde diese durch ein Förderprogramm des Landes Hessen. Die flache Uferböschung und Überflutungsräume bieten zudem neue Lebensräume und sorgen für längere Verweilzeiten des Wassers. Die Flächen dienen damit zusätzlich dem Hochwasserschutz. Die Ergebnisse der jüngsten Begutachtung sind eine wichtige Grundlage für die Unterhaltung und Entwicklung des Gewässers. Während der Gewässerschau wurde von den Teilnehmenden viel Müll rund um den Hainbach eingesammelt. Uns zugeschaltet ist jetzt eine Person, die den Kreis Offenbach kennt, wie eigentlich keine andere. Hallo und herzlich willkommen, Ursula Lu. Hallo, Herr Brochner.
Sie sind die Pressesprecherin des Kreises Offenbach und Sie darf ich mal fragen, welche Meldung hat Sie denn im jetzt ablaufenden Jahr am meisten beeindruckt? Welche bleibt für 2022 so irgendwo im Hinterkopf hängen? Puh, bei 390 Pressemitteilungen im Jahr ist es natürlich eine schwierige Frage, aber ich sag mal, der Rekordhaushalt über 800 Millionen Euro ist natürlich schon eine Hausnummer, die so noch nie da gewesen ist. Gibt es denn noch andere Dinge im ablaufenden Jahr, die noch nicht da gewesen sind? Ja, Rekordeinwohnerzahlen. Wir sind jetzt bei gut 361.000 Menschen. Wir haben alleine 4.400 Geflüchtete in diesem Jahr aufgenommen, für die wir natürlich Unterkünfte gesucht, geschaffen und weiterhin suchen. Ja, also eine ganze Menge. Wir haben, sind zurückgekehrt in den Alltag mit Förderungen von Vereinen. Ja, bleiben wir gerade mal bei den Geflüchteten und gehen damit ins nächste Jahr. Wie sieht's denn aus? Kriegen wir das hin, wenn da noch ein paar Tausend kommen? Ja, wir alle gemeinsam müssen das natürlich schaffen. Das ist eine Riesenaufgabe für die Verantwortlichen im Kreis, für die Beschäftigten des Kreises, für die zahlreichen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und natürlich auch für ganz, ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Nichtsdestotrotz sind wir auf Wohnraum für die geflüchteten Menschen angewiesen und freuen uns natürlich auch, wenn die Bevölkerung uns da weiter so gut unterstützt wie im jetzt zu Ende gehenden Jahr. Was wird denn voraussichtlich noch ein großes Thema sein in 2023? Naja, großes Thema für den Kreis, nicht nur in 2023, sondern auch schon in den jetzt zurückliegenden Jahren, ist der Ausbau der Schulen. Wir haben aktuell über 30 Projekte an Schulen in Planung und im Bau. In Heusenstamm bei Ihnen um die Ecke entsteht die vierte Grundschule, die schon recht weit ist, wo wir dieses Jahr das Richtfest schon feiern können, die im Herbst 2023 eingeweiht wird. In Mülheim entstehen zwei neue Grundschulen, die komplett überarbeitet wurden und quasi neu sind. Ja, und darüber hinaus planen wir natürlich ganz viele weitere Neubauten und Erweiterungen. Auch im Hinblick auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung, der ja auch in wenigen Jahren dann folgen wird. Also Geflüchtete und Schulen, die großen Themen für 23. Jetzt werde ich mal ganz privat. Was nehmen Sie sich denn vor? Was planen Sie denn sportlich noch? Sie waren Vize-Weltmeisterin im Tischtennis, sind wohl amtierende Europameisterin. Was kann denn da noch kommen? Naja, privat und sportlich natürlich ist es schön, wenn man bei solchen Meisterschaften erfolgreich ist. Das kann man nicht immer so planen. Man kann sich vorbereiten, aber letztendlich entscheiden dann verschiedene Faktoren, wie die Form dann in der Woche, wo gespielt wird, die Auslosung, ob einem Gegner liegen oder nicht. Ist natürlich immer schön, mit einer Medaille von solchen internationalen Meisterschaften zurückzukehren. Und ich hätte auch nichts dagegen, das auch 2023 wieder zu tun. Wir von OFTV drücken jedenfalls alle Daumen und bedanken uns für die wirklich gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr. Vielen Dank, Frau Lu. Ja, danke auch an OFTV für die Berichterstattung im zu Ende gehenden Jahr und alles Gute für die Zuschauerinnen und Zuschauer von OFTV und das komplette Team für das neue Jahr. Die Zahlen der Corona-Infizierten stagnieren auf hohem Niveau. Im Anstieg befinden sich die Zahlen der Personen, die mit Covid-19 in einer Klinik behandelt werden müssen. Hier sind die aktuellen Informationen zur Pandemie in Stadt und Kreis Offenbach. In der Stadt Offenbach wurden in den vergangenen 7 Tagen 184 neue Infektionsfälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 140. Der Kreis Offenbach registriert binnen einer Woche 739 Neuinfektionen und 4 neue Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 207,3 und liegt damit knapp über dem hessischen Durchschnitt von 205,7. Hier die Zahlen aus dem Kreis im Detail. Für die Altersverteilung der Neuinfizierten innerhalb der vergangenen Woche wird vom Land Hessen eine gesonderte Inzidenz für den Kreis Offenbach berechnet.
Die beiden Krankenhäuser im Kreis versorgen derzeit 71 an Covid-19 Erkrankte. Davon befinden sich 4 Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht, mit Stand vom 28. Dezember, auf 6,31. 128 Intensivbetten in Hessen waren zu diesem Zeitpunkt mit Covid-19-Erkrankten belegt. Uns zugeschaltet Dr. Wolfgang Albrecht aus Rembrücken. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Albrecht. Schönen guten Tag. Ja, Herr Albrecht, wir sind im dritten Jahr von Corona. Hat das noch was zu tun mit Ihrer Arbeit? Sitzt Corona noch bei Ihnen im Wartezimmer? Corona sitzt immer noch im Wartezimmer, wenn auch etwas reduziert gegenüber letztem Jahr. Im Moment überwiegt Grippe, grippale Infekte. Wird denn dieser Coronavirus überschätzt oder überzogen dargestellt? Ist er wirklich so gefährlich oder was ist da jetzt zu tun? Der ist sicherlich gefährlich, weil er ganz anders angreift als eine Grippe. Da die meisten Leute inzwischen geimpft sind, hat sich das ein bisschen relativiert. Von daher hat die Gefahr deutlich abgenommen. Wie geht's denn da jetzt weiter im neuen Jahr? Ich meine, wir haben ja nicht nur Corona. Werden uns andere Viren jetzt überschwemmen, die wir mit Masken bisher abgedämmt haben? Ich glaube nicht, dass sie uns überschwemmen werden. Im Moment, wie gesagt, überwiegt grippaler Infekt, Grippe. Corona ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber überschwemmen glaube ich nicht. Was würden Sie denn raten jetzt, bevor jemand bei Ihnen landen muss? Was soll man tun, um vielleicht Corona und auch die anderen Dinge zu vermeiden? Es ist sicherlich kein Fehler, weiter bei bestimmten Kontakten Maske zu tragen, insbesondere in Arztpraxen oder in Krankenhäusern. Weil Corona ist nicht ganz aus der Welt und die grippalen Infekte kann man damit auch ein bisschen fernhalten. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, gerade weil wir Maske getragen haben, sind wir nicht mehr immun gegen bestimmte Viren oder Virenstämme. Was sagen Sie denn dazu? Das glaube ich nicht wirklich. Bei grippalen Infekten wird das wahrscheinlich nicht so. Die gibt es, wie es die schon vorher gegeben hat. Bei kleinen Kindern mit dem VR-Virus sieht das ein bisschen anders aus. Die sind sicherlich 3 Jahre zurückgeworfen durch die Maskentragerei. Das heißt, Maskentragen ist nicht bedingungslos gut? Für kleine Kinder war das jetzt die 3 Jahre sicherlich nicht so gut. Es liegt auch daran, dass die sozialen Kontakte halt abgenommen haben. Bei Erwachsenen denke ich nicht, dass die Immunität irgendwie abgenommen hat, was grippale Infekte angeht. Okay, das heißt, wir müssen mit allem rechnen sozusagen. Nochmal, Corona, wird das noch schlimmer durch China jetzt? Da entstehen wahrscheinlich eine Menge Mutationen. Wenn jetzt so viele Menschen auf einmal angesteckt werden, kommt da was zu uns, das wir durch die Impfung nicht im Griff haben werden? Das kann Ihnen wahrscheinlich noch keiner sagen, aber nach dem, was man hört, wahrscheinlich eher nicht. Gut, also ich sehe schon, Sie schauen zuversichtlich ins neue Jahr hinein, auch was den Ansturm auf Ihre Praxis angeht. Was den Ansturm mit Grippe angeht, nein. Was den Ansturm mit Corona angeht, sehe ich eher zuversichtlich in die Zukunft. Jetzt fallen zum Jahresende viele Teststationen weg, die schließen halt ganz einfach. Viele Menschen werden dann auch bei Ihnen in der Praxis landen. Sind Sie darauf vorbereitet? Das stellt sich noch sehr spannend vor, weil völlig ungeklärt ist, wie das funktionieren soll. Ob jetzt die Arztpraxen Teststationen werden, da hätte ich diverse Zweifel. Herr Dr. Albrecht, wir bedanken uns ganz herzlich für die Ausführungen. Ihnen auch einen guten Rutsch. Danke sehr. Wünsche ich Ihnen auch. Nach 2-jähriger Corona-Pause wird wieder das Offenbacher Sporthighlight angepfiffen, die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Mehr Infos gefällig? Schauen Sie mal rein. Die Offenbacher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften sind zurück. Vom 6. bis 8. Januar 2023 kämpfen 16 Herren- und 8 Juniorenmannschaften in der Sportfabrik am Mainzer Ring wieder um den begehrten Titel. Alle Spiele sehen Sie live, die Vorrundenspiele auf unserem YouTube-Kanal und den Finaltag zusätzlich bundesweit auf Magenta TV.
Die Offenbacher Hallen Fußballstadtmeisterschaften 2023. Live auf OFTV. Hello, ahoi und gut Stuss. Es geht ja nahtlos von der Weihnacht in die Kampagne über. Und so ein richtiger Fasnachter, der ist uns jetzt zugeschaltet. Und zwar Marvin Kühne, der Till von der SKG Rottgau. Hallo und herzlich willkommen, Marvin. Hello aus Gießen. Aus Gießen. Und da geht's so richtig rund. Da ging's sogar in den vergangenen Jahren richtig rund. Wie habt ihr eigentlich diese fast nachtslosen Zeiten überstanden? Ja, ist natürlich schwierig, da gebe ich dir recht. Aber das Glück der Fasnacht ist ja natürlich, dass sich die kreativen Köpfe aus ganz Gießen und Rottgau zusammengefunden haben und einfach die ganze Fasnacht genommen haben und in dieses sogenannte Neuland ins Internet übertragen haben. Also es hat mordsmäßig Spaß gemacht und hat uns sogar eine Fasnachtssitzung im Sommer gebracht. Ja, wenn das doch so gut lief, warum macht ihr es nicht weiter so? Warum jetzt wieder live? Ah ja, es stimmt. Man muss vieles Positives aus dieser Zeit natürlich mitnehmen, ja, was wir gelernt haben. Aber insgesamt gehört die Fasnacht doch auf die Bühne und in eine Gemeinschaft rein. Weil da ist es egal, was du von Beruf bist oder was du denkst. An der Fasnacht kannst du sagen, was du willst und das mal in die Öffentlichkeit tragen. Und dafür muss die Öffentlichkeit natürlich auch mal zur Fasnacht kommen. Gut, und fürs Tragen bist du zuständig, du trägst die Dinge in die Öffentlichkeit, du übernimmst die Rolle des Till bei der SKG. Wie kommt man denn zu so einem Job? Naja, ich glaube, meine Schildherren in dem Sinne haben einfach meine Talente gesehen und Organisation hat auf jeden Fall nicht dazu gezählt. Deswegen haben sie die chaotischste und wildeste Rolle genommen, wo ich mal der Gesellschaft den Spiegel vorhalten kann und haben mich einfach in dieses Kostüm reingesteckt, was ich sehr gerne annehme. Und damit noch nicht genug. Du moderierst dann auch Fasnacht United auf OFTV. Ja, vielleicht kannst du schon so ein bisschen was verraten, was uns da so erwartet. Also ganz den Vorhang lüften kann ich ja natürlich noch nicht, weil ich ja selbst gespannt bin, wie es wird. Aber du hast das Glück, dass du es dir sogar angucken darfst, ne? Die Creme de la Creme der Fasnacht aus unserem Kreis kommt zusammen und wird dann von mir natürlich angepriesen und hochgepriesen. Und dementsprechend freue ich mich richtig drauf. Am Fasnacht-Samstag zur Primetime quasi könnt ihr euch noch einmal von dem Besten der Fasnacht überzeugen und euch bespaßen lassen. Also ich würde es mir nicht entgehen lassen. Wir tun das auch nicht. Vielen Dank für diese Infos und ein kräftiges Hello nach Gießen. Dankeschön, Marvin Kühne, der Till von der SKG und unser Moderator bei Fasnacht United. Ja, das waren die OFTV News, die letzten in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und dass Sie uns auch im neuen Jahr gewogen bleiben.